Guten Abend, Leute. Kennt ihr auch diesen Spruch? Größer, schneller, besser? Ja, größer geht immer, ne? Das ist eine andere Variante des Spruchs. Und dazu habe ich hier jetzt mal ein nettes Video für euch. Noch größer? Wer auf die größten Metropolen der Welt blickt, der könnte meinen, dass die Erde das Wachstum erreicht hat. Mexico City und Peking sind mit etwa 20 Millionen Einwohnern das Spitzenduo im weltweiten Städte-Ranking. Tokio beherbergt inklusive seiner umliegenden Region gar mehr als 37 Millionen Bewohner. Sie alle könnten in einigen Jahren von Neom auf die Plätze verwiesen werden. So zumindest soll die größte und teuerste Stadt der Welt heißen, die Saudi-Arabien bauen will. Rund 500 Millionen US-Dollar soll ihr Bau kosten, gab gestern der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman bekannt. Dies wäre in etwa so wie die Jahreswirtschaftskrise Polens. Ihre Fläche soll etwa 26.500 Quadratkilometer umfassen, mehr als Mecklenburg-Vorpommern. Die Gigametropole, so bin Salman, werde sich über drei Länder erstrecken. Eine Brücke von Saudi-Arabien über das Rote Meer werde Stadtteile in Ägypten anbinden, eine weitere über den Jordan, auch Jordanien, mit einbeziehen. Neom liegt an der wichtigsten ökonomischen Arterie der Welt, durch die nahezu ein Zehntel des weltweiten Handels fließt, sagt der Kronprinz. Ganz so, als existiere die Stadt bereits. 2025 soll der erste Abschnitt fertig sein, da Saudi-Arabien mit einer ultraorthodoxen Auslegung des Islams nicht eben attraktiv für Zuzügler ist, wird Neom als Sonderwirtschaftszone konzipiert, mit eigenen Gesetzen und Steuern. Solartechnik und Windkraftanlagen sind als Energielieferanten vorgesehen. Der Verkehr ist emissionsfrei und vollautomatisiert geplant. Die klügsten Köpfe der Welt sollen in Neom zu Biotechnologie, Nanotechnologie, also die Erforschung kleinster Teilchen, Robotik und E-Mobilität forschen. Bin Salman will mit dem Projekt Saudi-Arabien ein gutes Stück weit abhängig vom Erdölexport machen. Und wer macht jetzt die Arbeit? Klaus Kleinfeld, der Ex-Siemens-Chef, soll den Bau von Neom verantworten. Deutsche gelten ja anderswo noch immer als begnadete Organisatoren. Ob die Pläne wirklich so für den Stadtbau in Erfüllung gehen, wie sich das der Prinz vorstellt, werden wir ja auf jeden Fall sehen. Ich werde euch jedenfalls über weitere Neuigkeiten zu diesem Thema auf dem Laufenden halten. Bis auf Weiteres wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns wieder bei meinem nächsten Video.